Der Prozessmanager nimmt eine besondere Stellung innerhalb der Rollenbilder des Prozessmanagements mit ein. Was zu seinen Aufgaben, Rechten, aber auch Pflichten gehört, das besprechen wir in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Führt ein Unternehmen Prozessmanagement ein, kommen zwangsläufig neue Rollenbilder zur klassischen Aufbauorganisation mit Geschäftsführern, Abteilungs- und Teamleitern mit hinzu. Einen Überblick finden Sie im ersten Video unserer Reihe über die Rollenbilder. Und eine ganz besonders wichtige neue Rolle ist der Prozessmanager. Zunächst gehe ich auf die Aufgaben des Prozessmanagers ein, danach zeige ich aber auch die typischen Probleme auf, mit denen sich der Prozessmanager herumzuschlagen hat. Der Prozessmanager kümmert sich um die unternehmensweite Steuerung des Prozessmanagements an sich, also dieses Systems des Prozessmanagements. Er erstellt und aktualisiert die Governance-Dokumente bzw. den Prozessleitfaden. Zum Thema Prozessleitfaden und Governance-Dokument finden Sie auch hier ein vertieftes Video, vor allem auch mit einer Download-Vorlage, falls Sie noch keins haben sollten, lohnt sich also reinzuschauen. Er legt damit auch die verwendete Modellierungssprache, also die Prozessnotation, fest. Er kümmert sich um den konsistenten Aufbau in einem Prozessmanagement-Tool und mit welchen weiteren Informationen in Prozesse eben angereichert werden müssen, damit diese einen Freigabestatus, zum Beispiel einem Prozessfreigabe-Workflow, wirklich erreichen. Der Prozessmanager berichtet weiter der Unternehmensleitung über den Stand, die Umsetzung und die Vollständigkeit der Prozessmanagement-Aktivitäten im Unternehmen. Er moderiert die Übersetzung von strategischen Unternehmenszielen in messbare Prozessziele in Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung auf der einen Seite und weiteren unterstützenden Bereichen wie dem Controlling zum Beispiel und aber auch den Leitern der Fachbereiche. Er ist umfassender Methodenexperte zu allen Facetten des Prozessmanagements, kann also auch bei verzwickten Prozessanalysen oder größeren Prozessoptimierungsprojekten einen sehr, sehr wertvollen Input leisten. Der Prozessmanager gestaltet aber auch die Inhalte und die Organisation von Trainings zum Beispiel, um auf allen Ebenen des Unternehmens das Wissen und die Kompetenzen über die verschiedenen Prozessmanagement-Disziplinen aufzubauen und zu erweitern. Das sind zum Beispiel Fachtrainings zur Prozessmodellierung, das sind Führungskräfteseminare zur Prozesssteuerung oder Coachings zur Prozessoptimierung. Und nach diesem Abriss über die Aufgaben des Prozessmanagers gehe ich jetzt auf die typischen Probleme ein. Eines der großen Probleme ist das Stichwort Mandat. Der Prozessmanager wird gerade bei größeren Unternehmen mit diesen Aufgaben von der Unternehmensleitung her betraut und kommt sehr, sehr oft von der Fachebene. Er hat sich durch seine methodische und fachliche Kompetenz im Bereich des Prozessmanagements bewiesen. Daher wird er von der Unternehmensleitung als der Richtige für diese Aufgabe angesehen. Aber selten war er davor bereits Teil des Top-Managements bzw. des Führungszirkels. Er entsteht damit also eigentlich fast immer das Problem der Durchsetzungsstärke gegenüber den klassischen Linienführungskräften. Er wird also von anderen Führungskräften als Bedrohung wahrgenommen, weil er eben durch seine Arbeit das Silo-Denken aufbrechen will, weil Probleme transparent gemacht werden und weil auch teilweise klassische Abteilungen in Frage gestellt werden, wenn die Prozesse zeigen, dass es einfach ungünstig organisiert ist. Wenn sich also eine gestandene Führungskraft weigert, mit dem Prozessdings da irgendwie mitzumachen, dann hat der Prozessmanager oft sehr wenig Macht, seine Belange wirklich durchzusetzen. Und umso wichtiger ist es da, einen direkten Zugang zur Unternehmensleitung zu haben und in vertrauensvollen Einzelgesprächen auf diese Probleme mit einzelnen Verantwortlichen hinzuweisen. Denn wenn die dann wirklich auftreten und wenn das Vertrauen und der Rückhalt der Unternehmensleitung im Zweifel auch wirklich zu haben, ja, also wenn es dann die Probleme gibt und sie kriegen das, wenn es spitz auf Knopf kommt, nicht den Rücken gestärkt der Unternehmensleitung, dann haben sie als Prozessmanager einen ganz, ganz schweren Stand. Und hier liegt eben nach meiner Erfahrung auch aus Hunderten von BPM-Einführungen wirklich das größte Problem. Also wie stark ist das Mandat des Prozessmanagers wirklich? Weil allzu oft ist er nur stark auf dem Papier und zahnlos in der Realität aus den genannten Gründen. Da braucht es also wirklich die echte volle Verantwortung und die Rückendeckung der obersten Führungsebene der Unternehmensleitung, dass der Prozessmanager auch bei unwilligen Linienführungskräften tatsächlich die Belange des Prozessmanagements durchsetzen kann. Daher muss im Vorfeld einer jeden BPM-Initiative wirklich auch eindeutig geklärt sein, welche Durchgriffsrechte hat denn der Prozessmanager wirklich. Weil sonst ist Ihre Mühe von Anfang an wirklich zum Scheitern verurteilt,
dann bleibt es immer so eine Graswurzelbewegung, ohne dass das Prozessmanagement als solches wirklich diese riesigen Verbesserungen heben kann und die Erfolge auch wirklich feiern kann. Denn ein Prozessmanager, der bei den traditionellen linienverantwortlichen Unternehmen aneckt, der macht seine gewissenhaft seine Aufgabe, indem er die bisherigen Vorgehensweisen und Organisationsformen wirklich in Frage stellt. Das ist genau sein Job, diese Silos aufzubrechen und damit zu schauen, wie kann das Ganze in einem großen Fluss organisiert werden. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie dem Video so einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video, bei dem es um den Prozessverantwortlichen geht. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.